dazu. Naja, jetzt bin ich halt alleine, Borderlands weiter ist auch nicht so schlimm. Arschloch! Von den Toten auferstanden. Ja, und der Zukunft zugewandt. Brauche ich? Oh, ich brauche ja nichts. Das ist ja scheiße. Geld brauche ich immer. So, was stöhnst du? Was stöhnst du? Was stöhnst du? Und herzlich willkommen zu Borderlands 2 mit dem alten Mann von den Schlaftabletten und dem Kedos, der vorhin schon begrüßt hat, aber das ist jetzt hier nicht drauf. Aber ich habe ja aufgenommen, ich nehme auch immer noch auf. Echt? Du bist ja fies. Hä? Hier ist Geld. Oh! Guck mal, ich habe ich warte, dann, bis du das Video hochgeladen hast, dann lade ich mir das runter und dann schneide ich das zusammen, lösche dein Video. Was machst du eigentlich da oben? Ach, wer schießt denn hier auf mich? Ich komm mal wieder rein. Müssen wir dann da oben hin? Ich mir das so zusammen. Und dann lösche ich dein Video, lad meins hoch und dann hat man halt diesen ultra-professionellen Cut, weißt du? Ich werde dir zeigen, was ein Badass ist. Genauso werde ich machen. Was hab ich dir gesagt? Ich werde dir zeigen, was ein Badass ist. Wenn ich dran denke. Oh. Versteht sich. Jetzt geht's wieder. Meine Maus ging eben nicht. Meine Maus wollte sich verweigern. Ich hab doch hier auch was Scharfschütziges, ne? Ich will auch gerade sagen, ich hab doch einen Sniper. Und natürlich auch treffen. Hahaha! Ja. So ein bisschen Säure am Abend ist erquickend und labend. Ja! Löse dich vor dich hin auf, oder so. Löse dich vor ihm auf, oder so. Genieße es! Das unvergleichliche Aroma von Salzsäure. Da hab ich... ich guck ja immer auf... Ist nichts mehr, meine, ne? Sendung momentan gerade, BoJack Horseman, kann ich dir übrigens nur empfehlen, das ist eine Netflix-Originalserie. Eine Comicserie mit so ein bisschen schwarzem Humor und allem. Ja, ne? Du hast mir... Ist das auch in Deutsch oder ist das nur in Englisch? Das ist Deutsch. Ah, dann zwei ist gut. Zwei Staffeln gibt's in Deutsch. Ist aber animiert, ne? Comicserie. Ach ja, hier gibt's ja keinen Fallschaden. Mega gut, und da gab es heute auch irgendwie eine Folge, oder habe ich mir heute angeguckt, die Folge, mit, wieso, Ultimate. Hast du Netflix? Ja. Seit wann das? Oh. Wie soll ich dir den Hals brechen? Seitdem ich gesehen habe, dass BoJack Horseman mega cool aussieht und ich mir das angucken wollte. Ich habe mir eine ganz andere Serie jetzt angeguckt, oder angefangen wieder anzugucken, die hatte ich schon mal was von gesehen, und zwar Hannibal. Ja, die soll gut sein, habe ich gesehen. Die ist sehr gut, vor allen Dingen die Schauspieler dort. Also, ja, der den Hannibal spielt, der ist. Ist aber abgesetzt. Ja, es sind aber drei Staffeln. Ich habe nur von der ersten Staffel ein bisschen was gesehen. Irgendwo mal bei My Video oder so. Ja, ist ja auch von 2013, gab wohl auch nichts mehr. Schade eigentlich, ne? Naja, wenn es nicht läuft, läuft es nicht, ne? Ja, schade, wirklich schade. Gute Figuren. Aber es sind eben immer nicht alles, ne? Manchmal ist es zu intellektuell für manche Zuschauer. Back of the Line zum Beispiel. Das gab's als Film? Nein, aber zum Beispiel so als eine Sache, die zu gut ist. Momentan, weißt du? Ja. Wollte doch eigentlich auch machen. In dem komischen Spiel, was ich jetzt gespielt habe vorhin, von dem ich dir erzählt habe, diesem trashigen, da war F die Loot-Taste. Naja, auf gemein, jeden, ne? Fall zurück zu BoJack. Ja. Weil, da war halt so... Iridium. Da war halt so der, wo du vorhin erzählt hast mit Laben und so, ne? Da gab's den ultimativen Orgasmus irgendwie. Man musste sich einen Ledergürtel nehmen, sich den um den Hals hängen, sich sozusagen erdrosseln mit, gleichzeitig halt hier, ne, peppen. Und auf eine Zitrone beißen, um den Zitronengott zu befriedigen oder irgendwie so. Und wenn man sozusagen überlebt und sich nicht erdrosselt hat, dann hat man anscheinend irgendwie einen Orgasmus, der in der Regenbogen gleicht. Und wenn man halt Pech hat, stirbt man halt. Aber das Risiko muss man eingehen, wenn man das halt möchte. Ja, dann seh zu. Das war auch wieder mega weird einfach. Zitrone nicht vergessen. Ja, natürlich. Und letztendlich wollte BoJack das Deine halt Figur machen. Hört sich schon so an, als ob sie das jetzt gerade praktisch durchführt. Und BoJack wollte das dann machen, hat sich dann aber dann doch dagegen entschieden. Granate fliegt. Ich sehe fliegen. Ne? Also er hat es dann doch nicht gemacht und BoJack Horseman ist halt so ein Filmstar so gesehen, ne?
Ja. Und dann ist er halt ans Filmset gegangen, ist so in seine Kabine und dann war halt der Co-Star halt nackt aufgegangen mit einer Zitrone in der Hand. Dürfen wir den Marshall töten? Den da, der da auf mich schießt? Dann machen wir ihn tot. Ah, oh. Da ist Medizin. Hol sie dich. Das bist du. Wer schießt denn hier noch? Oh. Irgendwer? Ach, da oben das irgendwo. Ist meine Stadt. Ach, da ist oben. Ist doch ein schönes Lied, oder nicht? Ah, schaut das schon. Von Bob Marley. Angriff, Jungs. Den kennst wieder nicht, ne? Du wunderst dich, dass ich den kenne, ne? Ja, 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 ja. Oh. Hüpft die da hoch? Die hüpft nicht hoch, die hüpft zu dir. Ich mag die Granaten. Hehehe. Oh, aua. Das war mein Schild. Nicht so wild. Mein schönes Schild. Ach, da. Toten. Kommt man da irgendwie hoch? Ich treffe die so schlecht. Ja, ich glaube hier hinten. Ich hab doch eh gedrückt. Warum geht denn das nicht auf, Mensch? Ich glaube nicht, dass man da hochkommt. Den lassen wir schon so töten. Meinst du? Du bist gut, Bandit. Aber ich bin Ich bin der Meinung, du hast recht. Ah. Ich werde hier angegriffen von einem Insekt. Na warte, Tussi, wo bist du? Au! Ah! Nee, wo ist sie denn? Ach da. Nee, das ist sie gar nicht. Das war wer anders. Ja, das gefällt dir nicht, ne? Ja, Frau Sheriff. Oh, das ist voll schwer, die versteckt sich die ganze Zeit. Töte sie mit einer Pistole, dann haben wir das Optimale. Ach so, ich habe jetzt eine Pistole auch im Einsatz hier. Die hier, wo ist sie? Tut mir leid, ich habe nur diese mit. Oh. Das ist aber keine Pistole. Aber sie hat mir das Leben gerettet. Hauptsache die Mission. Ich halte den Arsch frei. Hauptsache, guck mal, die Mission. Töte den Sheriff, lege sie mit einer Pistole an und erschieße nicht den Deputy. Den haben wir schon erschossen, bestimmt, ne? Nee, den haben wir noch nicht. Die ist gleich weg. Ah, ja. Huch. Moment mal. Was ist das? Oh. Oh. Macht mich irgendwie wütend. Oh, ich bin voll. Das kann ich nehmen, das kann ich nehmen. Komm wieder her. Willst du dir den Schild hier nicht nehmen? Na, ich wollte schon sagen. Ich wollte schon sagen, nimm dir das Schild, Dings da. Das brauchst du doch. Du hast auch noch nicht so einen starken gehabt, ne? Aber ich weiß jetzt, man weiß bei den Starken immer nicht, wie viel Lebensenergie die dann nachher noch verbrauchen, ne? Aber du hast recht, man kommt da irgendwie nicht rauf. Auch wenn man es vielleicht müsste. Der hat bestimmt geilen Schild fallen lassen. Da oben liegen ja auch gute Waffen. Aber. Aber dann muss es ja auch irgendwie über die Kakteen hier vielleicht. Nein, geht nicht. Hier ist eine unsichtbare Mauer. Ja, da hinten geht's auch nicht, ne? Ich hab auch nicht da geguckt. Alpha-Wende. Der Horror jedes Spieles. Oh, hier ist Geld. Meins, 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 meins. Alles weit. Oh, ich häng. Ah, da oben liegt auch noch Zeug. Ich sehe das doch hier. Hier kommt man nirgendwo rauf. Das ist gemein. Naja, egal. Müssen wir halt mitreden. Hier ist eine Leiter. Hier kommt man hoch. Da sind wir doch schon mal hochgeklettert. Und dann hänge ich hier. Bringt mir nichts. Lass uns gehen. Ja, ich komm mit. Ich gehe nochmal hier schnell aufs Klo. Oh, ich glaube, ich muss mal kurz ins Inventar. Ich muss mal irgendwelches sinnloses Zeug wegwerfen. Oh, nein, kann ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht. Habe ich hier irgendwas? Was ist das? Granatenmod. Grunzerker, das kann ich doch nicht gebrauchen. Du auch nicht, ne? Tatsächlich nicht, ja. Ich habe auch einen anderen Schild. Ja. Hier oben auf dem Klo waren noch interessante Sachen. Der gibt sogar die Energie dazu.
So. Na, wie hoch ist dein Schild und deine Maximalleben? Na, jetzt habe ich 2300. Jetzt habe ich weniger, weil du bist schon wieder weg, ne? 2300 Schild. Kann ich dir jetzt im Moment nicht sagen, weil ich beschossen werde und mein Schild nimmt dabei ab. Sir, ich habe vielleicht noch ein Talent entdeckt. So. Er ist ein Kommando. Ach ja? Wo ist er gerade? Er wurde von Banditen gefangen genommen. Ich beeile mich ja schon. Foltern ihn. Wow, ich bin jetzt schon beeindruckt. So, dann mal gucken. Mal. Oh, was machst du da? Du hast eine Frau, eine hübsche Frau, Ex-Frau. Du bist nicht ihr Typ. Sie bevorzugt Männer mit mehr Gehirnzellen als Zähnen. Sag mir, wo sie ist. Ich werde sie besuchen. Hä? Das glaube ich nicht. Sie ist auf Skaris mit nehmen? Dem Rest des Bataillons. Du hast eine Süße, die zu Hause auf dich wartet? Jetzt. Was zur Hölle machst du auf Pandora, Kumpel? Die freundlichen Bewohner kennenlernen. So, nun bin ich ja mal gespannt, wie der Schild ist. Jetzt muss ich erstmal den Herrn Kedos wiederfinden. Der ist nämlich weg. Hat mich hier einfach schnöde in den Stich gelassen. Ja. No, der findet das auch noch gut. Ja. Ich gehe gleich an den Automaten. Oh, schade, kommt hast du. Ich schnell nicht mehr an. Ich habe mich aber beeilt. Ich muss mal was trinken. Ich hab gar nichts hier. Aber ich. Ich trinke für dich mit. Das war Herr Kedos. Ah, nee, das war er nicht. Seine sind lauter. Ich wollte gerade sagen, das hört man. Ah, Pickelhaube. Hast du genug gebraucht? Hab Arbeit für dich. Oh, ist schön. Das ist der Typ, der so krass ist, andauernd klatscht. Hey, er hat Arbeit für uns. Schnauze, Rocco. Okay, Slab. Eine Hyperion-Lieferung für Jack ist versehentlich auf unserem Gebiet gelandet. Jack will sie vernichten, damit wir sie nicht kriegen. Du musst ihn aufhalten. Ja, Brick. So, die letzte Session ist schon alles hochgeladen. Forest ist alles fertig. Wollen wir Forest auch am Wochenende freischalten? Sind ja nur 4 Folgen und dann, was meinst? Statte sie mit Flaggen aus, damit meine Slabs wissen, wo sie hin sollen und welche Waffen sie brauchen. Aber wir können noch mal weitermachen, ne? Vielleicht dann beim nächsten Mal ein bisschen strukturierter. Wir müssen so eine Transmitter platzieren. Na, ist ja nicht so schwer. Ich dachte, ich habe hier noch... Oh, wer singt da so schön? Hörst du das auch? Weißt du, was ich merkwürdig finde bei Fallout? Immer bei so Folgen, wo mir mein Spiel abstürzt, ne? Das ist ein paar... Nein! Doch, doch. Da ist es tatsächlich merkwürdig mit dem Ton. Also das... der ist eigentlich noch normal, aber der Rausch, also man hat so manchmal diese, so einen Knistern, so Knick, so, weißt du so? Das ist irgendwie echt nicht angenehm. Also man kann es ertragen, aber angenehm ist es nicht, so weißt du? Mhm. Und halt bei Folgen, wo ich halt nicht cutten muss und alles, dann ist es halt normal. Und auch, ne, so Rhythmus. Aber das, ich hab's dir gesagt, halt ich bin nicht ganz so zufrieden mit Shadowplay. Wenn man nichts anderes hat, alles in Ordnung. Aber nein, das ist. Nein, ich bin damit vollkommen zufrieden. Die Rohdateien sind alle komplett normal und auch gut. Ach so. Ach so. Nur nach dem Schneiden meint er halt eine Zicke zu sein, weißt du? Ja, sonst. Ach, du bist schon wieder da unten. Ja, ich bin ja so ein Nahkämpfer, was soll ich machen? Eine Säurewaffe nehmen. Habe ich keine. Also keine gute. Ich habe keine Säurewaffen mehr, die zeitgemäß ist. Ist nicht so schön. Aber naja. Bin ja auch schon. Ja. Ich habe mich eben konzentriert, deswegen war ich so ruhig. Das Gequatsche finde ich genial von denen. Jetzt habe ich irgendwie mega Bock und ich glaube, das werde ich auch sofort hier nachspielen, ist Tales from the Borderlands. Hast du das schon geholt? Runtergeladen? Ja, ne? Ja, habe ich mir schon runtergeladen, die 2 GB.
Da freue ich mich auf die 4. Episode. Die ist schon seit dem 18. draußen und ich habe mir die noch nicht angeguckt. Ich habe mir heute so mal vorbestellt, aber das kommt erst am 22. Aber bis dahin läuft ja noch morgen. Heute kommt ja die letzte Folge Collard. Und dann kommt ja Penumbra erstmal ein bisschen und dann sehen wir weiter. Vielleicht habe ich immer. Ich müsste das mal durchrechnen, wenn ich sozusagen 7 Folgen vor Lord New Vegas hochladen würde, anstatt 5. Ne? Kannst du mich mal wieder bedienen, bitte? Ach da, ich dachte, du hättest schon. Ich bin bei dir. Hab ich nicht gesehen, weil das verschwindet dann manchmal wieder, weißt? Wenn man dann nicht die ganze Zeit angestrengt hinguckt. Also der Hinweis, dass du am Sterben bist.